Servus Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video. Servus Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video. Mein King-Tattoo, Freunde. Und ich habe es mir wirklich lange überlegt und ich habe sehr lange nachgedacht und bin wirklich zum Entschluss gekommen, dass ich mir dieses Tattoo heute anfangen werde wegzulasern. Ich habe schon einen Termin ausgemacht und alles. Ich fahre gleich dahin, Freunde, und werde mir mein King-Tattoo weglasern. Ich habe mir das Tattoo vor ein paar Monaten machen lassen und habe wirklich sehr lange drüber nachgedacht, ob ich das Tattoo wirklich lasse oder ob ich es mir doch ernsthaft weglasern lasse, Freunde. Und bin wirklich, wie gesagt, zum Entschluss gekommen, mir das wegmachen zu lassen. Auch meine großen Brüder haben gesagt, mach das Tattoo weg. Und ja, Freunde, ich fahre jetzt dahin, werde mir das Tattoo weglasern lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, Freunde. Macht's gut und haut rein. Yo Leute, ich bin wieder zurück und ja Leute, mein King-Tattoo ist weg. Aber bevor ich es euch jetzt gleich zeige, Freunde, oh mein Gott, das hat so übelst gebrannt. Krass, hätte ich niemals gedacht. Erste Sitzung ist fertig, Freunde, und morgen kommt die zweite Sitzung und dann sieht man das Tattoo komplett nicht. Aber Freunde, mittlerweile sieht man es auch schon nicht. Jetzt zeige ich euch das Endergebnis einmal. Jo Freunde, so sieht mein Arm jetzt aus. Mein King-Tattoo ist einfach weg. So, guck hier. Das war meine andere Hand. Und hier war mein King-Tattoo, Freunde. Und das ist jetzt ernsthaft weg. Ich habe mir das echt wegmachen lassen. Und ja, Freunde. Leute, als ob ich mir mein King-Tattoo wegmachen lasse. Aber ey, das sieht richtig echt aus. Das ist Make-up, Freunde. Okay, jetzt kann man es sehen. So sieht es aus. Leute, ernsthaft, ich bekomme Fragen. Bereust du das nicht? Bereust du das nicht? Du wirst das irgendwann so bereuen. Glaub mir, mach dir das lieber weg. Leute, es ist mein Leben. Ich kann über mein Leben bestimmen und machen, was ich möchte. Und wenn ich mir ein King-Tattoo mache, Freunde, dann mache ich es mir. Deswegen verstehe ich diese ganzen Fragen nicht. Ey, lasert ihr das weg? Macht ihr das Tattoo weg? Niemals würde ich ein Tattoo von mir weglasern lassen. Und niemals würde ich ein Tattoo von mir bereuen. Und das hier erst recht nicht, Freunde. Mein King-Tattoo, warte, ich hole das erstmal wieder. Wir sehen uns gleich wieder. Und boom, hier ist es wieder. Mein gutes Stück. Und ja, Freunde, viele haben mich gefragt, kannst du mal in einem Video erwähnen, was meine kompletten Tattoos überhaupt bedeuten? Ob die überhaupt eine Bedeutung haben oder. Ja, Freunde, hättet ihr Bock auf ein Video, wo ich euch meine kompletten Tattoos erkläre, was für eine Bedeutung die haben und. Wenn ja, Freunde, dann schreibt das mal unten in den Kommentaren rein. Und Freunde, ich bin auf den Video Days. Wenn ihr Bock habt und in Köln wohnt oder in der Umgebung, kommt vorbei, Freunde. Ich gebe da eine Autogrammstunde, können ein bisschen quatschen, ein paar Fotos machen. Und ich würde sagen, wir würden uns dann in Köln wiedersehen, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, lasst mal einen Daumen nach oben da und hört niemals auf die Meinung anderer Personen, Leute. Wenn ihr wirklich etwas machen wollt, dann macht es für euch, aber hört niemals auf andere Personen, wenn die euch sagen, das sieht scheiße aus, Leute. Scheiß drauf, mach es einfach. Und wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, Freunde, und schreibt mal in den Kommentar rein, ob ihr ein Video wollt mit den ganzen Bedeutungen meiner Tattoos. Und wir sehen uns in Köln. Peace.